Wir wollen nochmal beten. Jesus, danke, dass du heute etwas Frisches, Neues vorbereitet hast, was wir empfangen dürfen im Glauben. Wir machen unser Herz jetzt auf, Vater, und wir sagen dir danke für die Worte des Lebens, die heute kommen werden. Und ein Wort kann alles verändern in Jesu Namen. So danken wir dir, Jesus, dass jetzt Worte des Himmels freigesetzt werden in diesem Raum und auch online in Jesu Namen. Amen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Missionswerk Strahlen der Freude. Du hast einer der begehrten Plätze bekommen, musst nicht im Gang hinten sitzen. Halleluja. Genau, ich erinnere mich an Paulus, ja, wo ein Fenster sogar die Leute saßen. Schön, dass ihr hier seid. Und wisst ihr, eines Tages werden wir ein himmlisches Gathering haben, eine himmlische Gemeinschaft. Da wird es keinen Platzmangel geben, sondern dann ist dein Haus und dein Platz zusammengebaut. Ja, wow, das wird richtig schön. Wir begrüßen dich auch, wenn du jetzt online dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und die gleiche Salbung wird auch bei dir heute zu Hause sein. Jesus, wir danken dir, dass jetzt schon Freiheit zustande kommt. Und ich sehe, dass du bist hergekommen und du erwartest eine Antwort vom Himmel. Und du brauchst ein Rema-Wort vom Himmel. Und Jesus sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, halte fest an den Dingen, die ich dir gegeben habe. Und ich sehe, wie du das ergreifst und wie du das festhältst. Und wie du sagst, Jesus, ich nehme das in Anspruch, was du mir gegeben hast. Und Jesus, ich setze jetzt frei, dass heute Rema-Worte zustande kommen in Jesu Namen, in den Herzen. Und dass du jeden Einzelnen, der sucht und der durstig ist und der hungrig ist, bekommt entsprechend deinem Willen in Jesu Namen. Danke, dass jetzt Heilung freigesetzt wird. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir sprechen aus, dass hier, du wirst heute rausgehen aus diesen Räumen, verändert und wiederhergestellt an Geist, Seele und Leib in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre. Und alle sagen Amen. Amen. So, ihr dürft gerne auf die Leinwand schauen. Mein Thema heute ist The Bucket List. Wer von euch hat sowas schon mal gehört? Bucket List. Genau, gut, dass die meisten das nicht kennen. Ich kannte das vorher auch nicht. Bucketlist, was ist das Ding? Das kommt von Kick the Bucket. Wahrscheinlich weißt du jetzt noch weniger. Auf Deutsch den Löffel abgeben. Jetzt wird's klar, oder? Alle sagen Halleluja. Ja, jetzt schon ein bisschen mehr Glaube hier. Halleluja. Eines Tages ist das Leben auf der Erde zu Ende. Es ist so. Die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, klug leben. Manche Menschen leben so, wie wenn sie ewig leben würden. Nein, das Leben auf dieser Erde ist ziemlich kurz. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, hier Sonntagmorgen im Missionswerk Strahlen der Freude zu sitzen. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, dass du einschaltest. Sehr gut. Das Leben auf dieser Erde ist ziemlich kurz. Und es ist ein Geschenk, dass wir leben dürfen. Und ich will es jetzt nicht festlegen, aber wir werden eines Tages den Löffel abgeben. Das ist keine frohe Sonntagmorgenbotschaft. Und aus diesem, man könnte auch die Predigt nennen, die Löffelabgebeliste, wäre auch möglich. Es wird noch besser, Achtung, es wird noch besser, ja. Was ich damit erklären will, eines Tages wirst du zurückschauen und sagen, habe ich alles erfüllt, was Gott in meinem Leben von mir wollte. Bevor du deinen Löffel abgibst, bevor dein Leben auf der Erde zu Ende ist, bitte erfüll alles, was Gott für dich vorbereitet hat. Man kann es auch nennen, eine Berufungsliste. Gott hat eine Idee von deinem Leben. Gott hat einen Wunsch für deine Familie. Gott hat einen Wunsch, was durch dich in Erfüllung kommt. Und ich möchte mal einsteigen in ein Gespräch, was ich auf einer Männerfreizeit hatte. Also wenn man mit Männern redet, es dauert lange, bis man auf den Punkt kommt. Also bis man in die Tiefe kommt. Sie öffnen sich nicht jedem. Und wenn sie sich öffnen, dauert es, also man braucht da schon bestimmte Rahmenbedingungen. Sollte ich sie euch erklären. Rahmenbedingung Nummer 1, sie müssen satt sein. Rahmenbedingung 2, keine To-Dos, also kein Rasen, wo man gemäht werden muss und so, keine E-Mails. Das heißt, weg von zu Hause. Rahmenbedingung Nummer 3, ausgeschlafen.
Das kommt meistens bei einer Männerfreizeit zustande. Leute müssen also raus von der Familie, keine To-Dos. Dann haben sie gut gegessen und sind ausgeschlafen. Wenn diese drei Sachen zustande kommen und dann noch der Heilige Geist reinwirkt, dann kommt ein Wunder zustande, wo man nennt, ein Mann öffnet sein Herz. Und habe ich Gespräche gehabt mit solchen Männern, genau in diesem Zustand, ja. Und es kamen solche tiefe Worte raus, wo Männer im Rentenalter gesagt haben, warum habe ich 1900 irgendwas so entschieden? Und da kamen Worte mit, hätte ich doch. Und ich habe gespürt den Schmerz, wo manche Männer tragen, weil sie vor 3, 5, 10 oder 20 Jahren falsch entschieden haben. Solange du noch lebst, kannst du noch die Kurve kriegen. Kurz vor dem Tod wird das eine schmerzhafte Entscheidung. Ich lade dich ein, nutze deine Zeit, die du auf dieser Erde hast, um alles zu erfüllen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Darum geht's heute, ja? Bucketlist oder Berufungsliste. Kick the bucket. Also bevor du deinen Löffel abgibst, bitte erfüll alles, was Gott in deinem Leben für dich vorbereitet hat. Verständlich, ja? Lass uns ins Wort Gottes hineinschauen. Johannes Kapitel 9, Vers 4 und 5. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagt Jesus. Können wir das mal zusammen vorlesen? Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Lieber Besucher, liebes Mitglied, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wir müssen laut Jesus die Werke dessen erfüllen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, laut Jesus, wo niemand mehr wirken kann. Wir haben es vor 3 Jahren erlebt, mit so einem komischen, ich nenne den Ding jetzt nicht beim Namen, ja. Wir haben es vor 1 Jahr erlebt jetzt mit dem Krieg, wo es zustande gekommen ist. Plötzliche einschneidende Erlebnisse, wo weltweit alles verändern. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, sagt Jesus. Solange es Tag ist, müssen wir die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Bitte tu dich nicht mit so einem Zeug wie Selbstverwirklichung deine Zeit rauben lassen. Mit so einem Zeug wie, ich muss meine Karriere doch irgendwie hinkriegen, mein Geld. Und ich muss noch die Beziehung führen und das muss ich noch machen und da will ich noch mich irgendwie zustande bringen. Und deine eigenen Wünsche irgendwie vor Gott bringen. Ich lade dich ein, wirke die Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Jesus sagt, es kommt ein Tag, wo niemand mehr wirken kann. Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle nur einen kurzen Wirkungszeitraum. Manche haben viele Jahre, manche haben sehr viele Jahre, manche haben wenig Jahre. Ich lade dich ein, das ist eine Realität. Nutze die Zeit, solange du noch wirken kannst. Gut. Wir kommen noch gleich höher, ja? So, dazu gibt es eine Liste, die sogenannte Bucketliste. Übersetzen wir das Ding einfach für uns, eine Berufungsliste für euch. Ja, was will ich noch tun in meinem Leben, bevor ich eines Tages den Löffel abgib? Ist okay, wenn ich so rede? Ja, okay, alles klar. Genau. So, was soll ich eigentlich tun und was für Wünsche hast du sozusagen noch? Und es gibt eine Auswahl laut Google der Top 10 der Bucketlist der ganzen Welt. Wollt ihr das mal sehen? Ja? Also hier kommen die Top 10 Dinger von laut Google. Punkt Nummer 1, eine Safari in Afrika machen. Jetzt plötzlich erhebt sich die Freude in diesem Raum. Ja. Namibia ruft, genau. Die Nordlichter sehen, einen Marathon laufen, ein eigenes Buch schreiben, die chinesische Mauer entlang laufen. Also vielleicht nicht die ganze, aber ein Teil. Genau. Ein Musikinstrument erlernen, sich selbstständig machen oder 1 Jahr im Ausland arbeiten.
einen Bungee-Jumping-Sprung oder einen Fallschirmsprung machen, ein Tier aus dem Tierheim adoptieren und eine neue Sprache erlernen. Das ist das, was Google sagt, was Top 10 ist von Dingen, die Menschen noch tun wollen auf einer To-Do-Liste, auf einer Erfüllungsliste, die man nicht in einem Tag irgendwie hinkriegt, sondern die man planen muss. Dinge, die haben jetzt nichts mit dem Geistlichen zu tun, haben auch nichts zu tun mit der Bibel oder mit deinem Glauben, hat auch nichts mit Christentum zu tun. Einfach nur, was sagen die Leute, was ich noch tun will, bevor ich den Löffel abgebe. Mal ganz logisch, diese 10 Punkte. Wenn du sie nicht planst, kommen sie nicht in Erfüllung. Oder? Und mal ohne Glauben, ohne irgendwie drumherum, wenn du da keinen Termin festlegst, dann guckst du am Ende deines Lebens zurück und du hast viel gearbeitet und du hast viel getan und viel gemacht. Und das war auch gut, aber deine Wünsche sind gar nicht in Erfüllung gegangen. So ganz logisch, oder? Wisst ihr, ich kenne Leute, die haben, sind in der Jugendarbeit und dann sagen sie, wenn ich eines Tages mehr Geld habe, dann werde ich mal meinen Lauf, dann werde ich endlich mal die Wünsche meines Lebens erfüllen. So. Dann fangen die an zu arbeiten und haben Geld. Dann haben sie plötzlich keine Zeit mehr. Ja, weil dann müssen sie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dann verlieben sie sich und dann kommen die ersten Kinder. Dann müssen sie Kindergartenleute zum Unterricht bringen, Elterngespräche führen und alles Mögliche. Dann sind sie 40, 50, dann sind die Kinder irgendwann draußen. Dann sagen sie, wenn ich in der Rente bin, dann habe ich Zeit. Liebe Rentner, welcher Rentner hat hier mehr Zeit, seitdem er in der Rente ist? Okay, Halleluja, wenige, ja. Manche sagen, also meine Eltern sagen, überhaupt gar nicht, ja. Wenn ich in der Rente bin, dann werde ich tun. Dann sind sie in der Rente eines Tages und dann tun ein paar Ausnahmen, sagen, jawohl, ich habe mehr Zeit, aber die meisten haben dann nicht mehr Zeit. 70, 80, 90, bis 120, Halleluja, und dann werden sie abberufen in den Himmel. Dein Leben ist zu Ende. Man ist beschäftigt. Einfach zu Ende. Und man guckt dann zurück, ist ohne Glauben irgendwie, und sagt, hätte ich doch, diese Worte mit hätte ich doch. Als ich mit der Männerfreizeit da eingeladen war und die Gespräche geführt habe, ich habe solche Schmerzen gespürt bei diesen Gesprächen. Hätte ich doch. Ich lade dich ein, solange du noch kannst, dreh es um und mache es einfach. Ganz einfach. Mache es einfach. Wir wollen dir heute helfen, wie das funktioniert. Warum ist so eine Liste wichtig? Jeder Mensch braucht Ziele und Visionen im Leben. Ansonsten rennen wir uns immer nur im Kreis, also rennen wir nur im Kreis rum. Oft wird Menschen durch Schicksalsschläge in ihrem eigenen Umfeld bewusst, wie kurz die Zeit auf dieser Erde ist und das, was sie noch erleben und entdecken wollen. Es kann sein, dass plötzlich dein Vater stirbt, deine Mutter stirbt, dein Kind, Autounfall, irgendjemand, dein Ehepartner stirbt und plötzlich hast du einen Schicksalsschlag und du denkst, oh, das Leben ist echt kurz. Wenn du das heute schon weißt, ohne Schicksalsschlag, gewinnst du an Zeit dazu. Denn im Wort Gottes steht drin, wir haben es gesagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder klug leben. Leute, die wissen, dass es morgen zu Ende sein kann, leben heute anders. Leute, die wissen, dass du morgen abberufen kannst, dass du morgen sterben kannst, dass du den Löffel abgeben kannst, morgen werden heute andere Entscheidungen treffen. Reden heute anders, gehen heute anders um mit ihrem Geld, gehen ganz anders um mit Menschen drumherum. Und wenn dein Platz weggenommen wurde in der Gemeinde, dann regst du den nicht auf, sondern sagst Halleluja. Genau. Und ich lade dich ein, dass du sagst, Jesus, ich möchte meinen Lauf vollenden. Eines Tages hat Paulus gesagt, kurz vor seinem Tod, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe meinen Lauf vollendet. Fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit. Und da möchte ich einladen, dass du diesen Lauf vollendest in deinem Leben. So, jetzt rutschen wir mal weg von Google hin zum Glauben. Wie könnte so eine Bucketlist für einen Christen aussehen? Während ich euch das jetzt vorspreche, zeige, vorlese, passiert etwas in diesem Raum. Ich lade dich ein, dass du jetzt weghörst von einem Vortrag und aufmachst für die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben. Ich bin nicht hier, um einen Vortrag zu machen,
sondern ich möchte Lebensveränderung in deinem Herzen bewirken. Okay? Während ich das vorlese, lade dich ein, dass du dein Herz aufmachst. Gott, kann das etwas sein, was du für mich willst, dass ich noch erfülle in diesem Leben? Wenn ja, dann hast du eine Liste bekommen. Vielleicht heb dir mal kurz hoch. Jawohl, genau. Dann kannst du direkt reinschreiben. Ja, direkt reinschreiben. Wenn du einen Stift hast, genau. Wenn du keinen Stift hast, dann schreib halt eine WhatsApp-Nachricht an irgendjemand. Bitte erinnere mich, ja. Bitte nur das schreiben, nicht lesen, irgendwas anderes, ja. Dann darfst du dein Handy benutzen. Genau. Und dann darfst du es direkt reinschreiben. Das bedeutet, während ich dieses vorlese, wird der Heilige Geist dich erinnern an bestimmte Dinge. Und es kann sein, dass Gott dir einen Wunsch gibt in deinem Herzen, dass du noch etwas erfüllen darfst, etwas, was Gott für dich vorbereitet hat auf dieser Erde. Und da lade ich dich ein, dass du jetzt dein Herz aufmachst. Bist du bereit dafür? Ein Jo ist da. Bist du bereit dafür? Ja. Wunderbar, okay. So, bitte nach vorne schauen. Hier, wie kann eine Bucketliste aussehen für einen Christen? Punkt Nummer 1, eine Missionsreise machen. Halleluja. Ganz aktuell, oder? Diese Leute, wo hier sind, Erika, du hast, glaube ich, 8 Leute oder wie viel, 7 seid ihr, die haben das erfüllt. Jawohl, ich mache eine Missionsreise, ich möchte es machen. Wenn du schon eine Missionsreise hattest, lade dich ein, erweitere das und sag, ich möchte Missionsreisen machen auf allen Kontinenten. Alle 5 Kontinente. Ja, also wenn du schon in einem Land warst. Ich bin dieses Jahr in 11 Nationen auf 4 Kontinenten. In 2 Wochen fliege ich weiter nach Paraguay, komme jetzt vorgestern erst zurück aus Israel. War richtig starke Zeit, Gott hat stark gewirkt und wir erwarten die Herrlichkeit Gottes. Mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Ganz einfach, ja. Und ich lade dich ein, eine Missionsreise zu machen. Wenn du es einfach nur logisch anpeilst, klappt das mal gar nicht. Denn du hast einen Hund und du hast Kinder und du hast Aufgaben und du hast einen Job und du hast wenig Geld und die Preise steigen gerade und du musst gerade das machen und das machen und das machen. Das sind alles begründbare Ausreden. Und die stimmen auch alle, aber letztendlich bringen sie dich nur weg von der Erfüllung, was Gott für dich vorbereitet hat. Denn wenn du das planst, ist es möglich. Ist möglich, ja. Genau, wie funktioniert das? Frag einfach die Leute, die das jetzt gemacht haben hier. Das heißt, du willst es, du planst es, du betest dafür, sparst dafür, redest mit Menschen dafür, bringst es immer wieder vor Gott und fixierst das auf einen bestimmten Tag hin. Punkt Nummer 2, wie kann das aussehen für einen Christen? Vergebung und Versöhnungsgespräche mit den Eltern, Kindern, Verwandten und Freunden. Bitte sprich nochmal mit deinem Papa und mit deiner Mama, bevor sie sterben. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Hätte ich doch meiner Mutter und meinem Vater gesagt, dass ich sie liebe. Es geht immer los mit hätte ich doch. Solange sie noch leben, bitte nutz die Zeit. Heute Nachmittag, ruf sie an. Schreib ihnen irgendwas. Die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Deine Lebensdauer ist abhängig von der Ehre des Vaters und Mutters. Bitte lass nicht zu, dass sie sterben unversöhnt. Da steht nicht drin, ehre guten Vater und gute Mutter. Ich hab's leicht, ich kann meine Eltern ehren, ich liebe euch. Ja? Ja? Ganz einfach. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich lade dich ein, wenn das schwierig ist, bitte, nimm dir diesen Moment und sagst, ich möchte jetzt Versöhnung mit meinen Eltern, ich möchte Versöhnung mit meinen Brüdern und Schwestern, ich möchte Versöhnung mit meinen Kindern, ich möchte Versöhnung mit Tante Emma, was auch immer. Und selbst wenn sie es ablehnen, aber du bist in diesen Bereich hineingegangen. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtig. Und auf dieser Männerfreizeit kamen diese Schmerzen hoch mit diesen hätte ich doch, vor allem Männer, die selber nicht mit ihrem Vater reden. Bitte mach das. Solange er noch lebt, mach das bitte. Wenn deine Eltern nicht mehr leben, dann danke einfach deinen geistlichen Eltern. Wer sind deine geistlichen Eltern? Die, die dir von Jesus erzählt haben. Die, die dich gelehrt haben. Die dich gefüttert haben. Deine geistlichen Windeln gewechselt haben. Zum Beispiel, das machen wir aber nicht. Ja? Die haben dir geholfen in deinem Leben. Danke ihnen doch mal, dass sie dich bis hierher gebracht haben. Das ist ganz wichtig. Punkt Nummer 2.
Punkt Nummer 3 ist ein bisschen leichter. Täglich mindestens 10 oder 30 oder 60 Minuten Zeit mit Gott haben oder eine Auszeit mit Gott. Ich plane das jedes Jahr eine in meinem Leben. Als allererste vor jeder Missionsreise, vor jedem Predigttermin eine Auszeit mit Gott. Hab's jetzt im Januar gemacht. 2 Wochen Handy aus, keine Menschen um mich herum, kein Internet. Halleluja. Genau. Beten und Fasten, habe die ganze Bibel durchgemacht, stundenlang Bibel gehört und Bibel gelesen. Einfach Zeit mit Gott und das ist das Beste, was es gibt. Mir ist klar, wenn du viele Kinder hast, kannst du jetzt nicht 2 Wochen einfach alles abschalten, das funktioniert nicht. Aber Gott weiß, dass du zwischen 10 und 11, wenn dein Kind schläft, hast du 1 Stunde. Und wenn du da 10 Minuten ihm gibst, Gott freut sich. Mach das angepasst auf dein Leben. Aber mach es, bitte. Ja, genau. Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Urlaub oder Quality Time mit der Familie, mit den Eltern oder mit den Großeltern machen. Achte darauf, dass du nicht nur Urlaub machst, sondern Quality Time. Also man kann Zeit vergeuden oder man kann sie investieren. Ja, mir geht es finanziell ziemlich gut, zeitlich ziemlich eng. Das Kostbarste, was ich geben kann, ist nicht Geld, sondern Zeit. Und ich habe mich entschieden, mit meinen Eltern dieses Jahr nach Kanada zu fliegen. Für 3 Wochen, genau. Da wohnt meine Schwester, meine älteste Schwester hat 2 Kinder, 4 Enkel. Enkel Nummer 4 ist also ihr Urenkel jetzt. Ist dort geboren, habt ihr noch nie gesehen, ne? Leiblich. Sie können kein Englisch, können also nicht selber rüberfliegen. Deswegen nehme ich Quality Time und wir machen das zusammen. Gehen Flugzeug rein und das wollten wir schon machen. Corona hat Nein gesagt, jetzt sagt es wieder Ja. Genau. Dann haben wir Quality Time im Auto zusammen, genau, und dann reisen wir zusammen rum. Und das wird bleiben. Wenn sie eines Tages im Himmel sind, wird es bleiben, Quality Time zusammen. Und ich lade dich ein, nimm Quality Time mit Leuten, die dir wichtig sind. Investiere deine Zeit. Ich tue bewusst das reinblocken und habe keine Predigtreisen und keine Predigteinladung, keine Konferenzen, was so ziemlich voll ist gerade bei mir. Und ich muss bewusst investieren. In Leute, wo Gott mir sagt, mach das. Und ich lade dich ein. Das musst du planen. Wenn du es nicht planst, werden deine ganzen To-Dos alles voll machen in deinem Leben. Und ein Jahr nach dem anderen und nach dem anderen geht dann weg. Und eines Tages ist dein Leben zu Ende. Und dann kommt am Ende die Erleuchtung mit dem Satz, hätte ich doch. Bitte mach es heute fest. Fixiere deine Ziele. Fixiere das, was du spürst, was dran ist. Punkt Nummer 5, den Job wertschätzen und jeden Tag entscheiden, für den Herrn zu arbeiten. Halleluja. Wir haben die beste Arbeit, die es gibt. Amen. Oh, das weiß wenig. Amen. Du hast den besten Arbeitgeber. Amen. Du hast den besten Arbeitskollegen. Amen. Halleluja. Und die beste Gemeinde. Amen. Und die besten Kinder. Amen. Da kommt jetzt alles hoch bei dir. Das ist gut. Die Bibel sagt, alles, was ihr tut, tut nicht für Menschen, sondern für Gott. Nicht dein Arbeitgeber ist dein Chef, sondern du arbeitest für Gott. Und somit kannst du dich entscheiden, jeden Tag das Beste zu geben für den Besten. Ja, ich möchte mich entscheiden, wenn es dir schwerfällt, dann mach dir einen Kleber bei der Ausgangstür mit diesem Vers, Galater 3, ja, alles, was ich tue, tue wie für Gott. Und immer, wenn du rausgehst auf die Arbeit, sagst du, ich entscheide mich heute alles, was ich tue, für den Herrn zu tun. Und glaub mir, deine Arbeit wird ganz anders werden, wenn du verstehst, dass du Gott dienst. Ja, ist ganz, 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 ganz entscheidend. Punkt Nummer 6, ein eigenes, Jesus verherrlichendes Buch schreiben, dein eigenes Lobpreislied schreiben oder was auch immer. Wenn du eine Lebensgeschichte hast, und die hat ungefähr jeder hier im Raum, schreib das bitte auf. Manche Leute, die sterben, da wird es so wertvoll, ihre Tagebuch aufschriebe. Da wird es unter der Hand weitergegeben. Leute, wow, was? Es wäre cooler, bevor Leute deine Tagebuch kopieren, dass du das einfach veröffentlichst in der Art und Weise, wie Gott es dir gibt. Ja? Aufschreiben. Also das Letzte, was ich in meinem Leben machen wollte, ist ein Buch schreiben. Was mache ich jetzt? Schreib Bücher, ja. Okay. Aber warum? Weil Gott es eben wollte, nicht weil ich das wollte. Und ich lade dich ein, wenn du eine Lebensgeschichte hast und ihr habt richtig gute Zeugnisse, schreib sie bitte auf. Es muss ja kein fertiges Buch sein, aber schreib irgendwas auf, sodass es Notizen gibt, wo du veröffentlichen kannst. Und dann kommen Schlüsselleute in dein Leben, die das einfach umsetzen. Wenn du nicht schreiben kannst, mach einfach eine Sprachnachricht.
eine Stunde, dann nächste Stunde, dokumentiert es irgendwie. Ganz, ganz wichtig. Wenn du Lobpreis, wenn du Gitarre spielen kannst, Klavier spielen kannst, schreib mal dein eigenes Lied. Fang mal an, dein eigenes Lied zu schreiben. Wenn du Künstler bist, mal mal dein erstes Bild 2x2 Meter. Ja? Hab eine Vision und mach etwas, wo du spürst, das ist dran und es hat Gott mir gegeben und verherrliche Gott mit deinen Gaben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 7. Das ist jetzt wichtig. Dem Ehepartner mindestens einmal pro Tag sagen, ich liebe dich. Hier habe ich gerade ein O gehört, da vorne habe ich ein Lachen gehört. Ja, O. Okay, wie funktioniert das? Ich kenne ein Ehepaar, die haben kapiert, dass sie das brauchen. Ja? Also die Frau hat gesagt, du musst mir sagen. Ich muss es hören. Du musst mir sagen. Wenn gerade deine Ehefrau daneben ist, lieber Ehemann, sag ihr das mal kurz, ja? Dass du sie liebst. Ja? Okay. Die Ehefrauen lächeln, das ist gut. Okay, wunderbar. So, schön. Dieses Ehepaar hat mir das gesagt, Daniel, der vergisst es dauernd. Er sagt, ich hab's dir doch schon mal gesagt, bei der Trauung. Und das ändert sich auch nicht. Liebe Ehemänner, jeden Tag wäre cooler, ja? Wie funktioniert das? Ein Standard-Ehemann hat das nicht so intus, das immer zu sagen. Also wie haben die das gelöst? Die haben also Folgendes gemacht. Was macht man jeden Tag? Zähne putzen, oder? Dann hat die Ehefrau ein Zettel geschrieben, jeden Tag sagen, ich liebe dich. Hat sie einen Zettel gemacht, auf den Spiegel draufgeklebt. Als Erinnerung für den Ehemann, dass er das sagen muss. Irgendwann hat sie sich entschieden, okay, er macht es, steht auf. Das Letzte, was er gefühlsmäßig will, ist früh morgens beim Zähneputzen sagen, ich liebe dich. Aber es ist der einzige Moment, wo er erinnert wird. War er fertig mit Zähneputzen, dreht sich um, ich liebe dich. Ohne Emotionen, ja. So, also eine Routine hat begonnen. Das ging dann 2, 3, 5 Wochen, 10 Wochen. Immer wieder so gefühlslos, aber aus Gehorsam, ich liebe dich, ja. So, nächster Punkt, ja. Halleluja, hier sagen schon mal Halleluja. Dann wurde das irgendwann schon mit mehr Gefühl gesagt, ja. Irgendwann kam eine Umarmung dazu. Irgendwann brauchte man keinen Kleber mehr. Irgendwann ist es reingekommen und diese Ehe hat sich verändert. Ich lade dich ein, wenn du nicht der Typ dafür bist, mach nicht die Ausrede, dass du sagst, nein, das ist nicht meins, sondern bau dir irgendwelche Hilfen. Ein Wecker oder Erinnerung oder eine E-Mail oder ein Zettel, irgendwas, sodass du deine Gewohnheiten durchbrichst. Stell dir vor, morgen gibst du den Löffel ab. Heute würdest du sagen, hätte ich doch. Bitte mach diesen Fehler nicht, sondern dreh das um. Und frag mal andere Eheleute, wie die das lösen. Jetzt habe ich dir ein Beispiel hier gegeben. Punkt Nummer 8, einen Dienst in der Gemeinde übernehmen oder einen neuen Dienstbereich einsteigen oder einen Hauskreis gründen. Es gibt viele Leute, die sitzen nur rum und konsumieren. Die Gesegnetsten sind nicht die, wo konsumieren, sondern die, wo geben. Gebt, so wird euch gegeben werden. Während du anderen Leuten dienst, das nervt ziemlich. Weil du musst denen die Windel wechseln und du musst den Haus aufmachen und du musst einen Haufen Nachrichten beantworten und du musst dauernd für die Leute da sein, das geht immer so ewig lange. Aber je mehr du gibst, desto mehr wirst du bekommen. Der Schlüssel, um in deiner Berufung zu wandeln, ist, dass du selber im Dienst gibst. Und wenn du im Hauskreis bist, sag, hey, ich möchte in 2 Jahren selber Hauskreisleiter sein. Wenn du in Kleingruppe bist, sag, ich möchte selber eine Kleingruppe aufbauen. Wenn du in deinem Dienst mitarbeitest, sag, hey, ich möchte selber mal leiten. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Ich selber lebe meiner Berufung. Warum? Weil ich gebe. Und je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Von wem? Vom Himmel. Kein Mensch kann mir irgendwas geben, was irgendwas mir hilft in der Berufung, sondern es kann nur Gott selber tun. Und er hat Menschen auserwählt, denen ich gebe und dann kann Gott zurückgeben. Das ist das Prinzip nach Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Wenn du bestimmte Dinge brauchst, funktioniert es nicht so, bitte Gott, gib mir, so funktioniert es nicht, sondern nimm, was du hast und gib. Dann bekommst du. Amen? Amen. So, dann Punkt Nummer 9, 1 Jahr mit der Familie weggehen.
oder regelmäßig Familienfreizeiten machen. Wir machen sowas als Familie, kaufen ein Haus, mieten immer ein Haus jedes Jahr. Unsere Renata ist heute hier, die plant das immer Jahre im Voraus, weil ich das immer Jahre im Voraus brauche, wegen meinem Terminkalender. Genau, und da sind wir immer 3 oder 4 Tage in einem Haus und dann haben wir da Zeit zusammen und reden zusammen und haben Quality Time als Familie. In der Summe für die Eltern ziemlich anstrengend, für die ganzen Kinder ziemlich cool, ja. Genau, in der Summe für die Familie sehr gut. Also wenn du sowas machst, Quality Time, regelmäßig auch Zeiten, einfach in der Art und Weise, wie Gott dich geschaffen hat, einfach tun. Und das ist der Schlüssel. Dann ein Jahr mit der Familie weggehen. Wenn du das jetzt hörst, wirst du sagen, das geht nicht. Und du hast recht, es geht nicht. Du kannst nicht einfach aus deinem Job raus, du kannst doch nicht einfach mit dem Haus irgendwas da, du kannst deine Wohnung doch nicht einfach so, einfach ein Jahr einfach verschwinden. Und ich lade dich ein, dass du dann, wenn du das spürst, dass es für dich dran ist, wenn du spürst, dass du es machen sollst, nimm es einfach mal auf deine Liste, ohne gleich in 3 Sekunden abzuhauen und wegzudrücken. Ich gebe euch mal ein Beispiel von einer Familie, die das gemacht hat. Es gibt einen Gesellschafter, Geschäftsführer, den ich kenne, der hat eine große Firma, mehrere hundert Unternehmer, Multimillionär, wiedergeborener Kind Gottes. Genau, und der hat auf dem Herzen bekommen, seine Bucketlist, er möchte in 3 Jahren, möchte er mit der ganzen Familie für ein Jahr weg. Das bedeutet, er ist ein Firmenchef, hat einen Haufen Arbeitnehmer. Er muss das also über Jahre vorbereiten, damit er überhaupt mal ein Jahr raus kann, als Firmenchef, ja. So, dann hat er angefangen zu sparen und hat gesagt, wir werden für ein Jahr auf eine Bibelschule gehen mit allen unseren Kindern, also 3 oder 4 Kinder, allen möglichen Stufen, mit der Schule durchsprechen, überlegen, wie wir das mit dem Haus und so weiter. Und dann haben die das geplant, 3 Jahre im Voraus, er hat alle seine Mitgeschäftsführer eingeweiht da drin, alle wussten es, alle Arbeitnehmer wussten es, die gehen für ein Jahr weg. Die Schule wusste das, die Kinder wussten das, alle haben das vorbereitet und die haben das langfristig auf ihre Liste gehabt, sind für ein Jahr nach Amerika auf die Bibelschule, lebensverändert wieder zurückgekommen und die haben gesagt, hey, das war das beste Jahr unseres Lebens. Und ich lade dich ein, bevor du nach 2 Sekunden sagst, es geht nicht, schreib einfach mal das Ding auf, wenn du spürst, es ist dran. Und wenn du das willst, gibt es auch einen Weg dafür. Wo ein Wille ist, sagt dieses Sprichwort, ist auch ein Weg. Und genau, dann Punkt Nummer 10, das wäre auch zu empfehlen, als Pastor darf ich dir das sagen, die ganze Bibel in einem Jahr von vorne nach hinten durchlesen, am Stück. Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Wenn du das mal ganz durchgehst. Ich hatte jetzt eine Auszeit mit Gott, also ich fand das ziemlich cool, ich selber. Eine Auszeit mit Gott, wo ich dann zwei Wochen weg war und dann habe ich da... Genau, einen Wunsch gehabt, ich möchte in den 2 Wochen die ganze Bibel durchgehen. So, dann habe ich das als Hörbuch laufen lassen. Man braucht 107 Stunden, um die Bibel vorlesen zu lassen. Das bedeutet, wenn du 10 Tage machst, brauchst du 10 Stunden oder 11 Stunden pro Tag. Mit Pause, aufs Klo gehen und so Sachen, mit Mitlesen und Nachdenken brauchst du zwischen 12 und 14 Stunden, 10 Tage lang. Das heißt, meine Auszeit war wesentlich damit beschäftigt, morgens beim Aufstehen sofort Bibel anmachen, bis Mitternacht durchlaufen lassen, die ganze Zeit Bibel hören, mitlesen, ich habe mitgelesen die ganze Zeit, Sachen aufgeschrieben und ich habe in 10 Tagen die ganze Bibel durchgehabt. Und ich sage euch, das ist richtig cool. Denn Glaube kommt vom Hören. Das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. Wenn du willst... Also diese Methode empfehle ich dir nicht. Ja? Sie ist ziemlich Hardcore-mäßig. Ja? Besser ist, wenn du im ganzen Jahr das einfach durchmachst. Es gibt so schöne Bibellesepläne und so weiter, wo du dann besser durchkommst und so. Ich habe es einfach mal probiert. Es ist nicht schlecht, aber besser ist schon das ganze Ding regelmäßig zu machen. Das ist immer besser. Aber danach, nach diesen 10 Tagen, ich war so voll des Wortes. Hat richtig Spaß gemacht, ja. Also für mich war es richtig cool. Und ich lade dich ein, dass du mal nachdenkst und nachspürst, Gott, wo willst du mich haben? Gott, was ist deine Liste? Was ist das, was du auf meiner Liste haben willst? Und da möchte ich euch von einem Ehepaar erzählen, die auch Kunden bei mir sind, Mandanten.
mache ihre Steuer, das ist auch alles gut. Funktioniert gut. Gott hat mir gesagt, nimm sie auf, sonst sage ich es grundsätzlich immer zu allen immer ab. Und dann habe ich sie aufgenommen und so. Und was ich da mache, ist mehr Seelsorge wie irgendwie Steuer. Und dann kommen die zu mir und ich rede mit denen. Und die sind, haben sechsstellig, also über 100.000 Gewinn, also richtig gut versorgt. Alles ist wunderbar. Alles ist, passt gut. Und die haben, ich versuche mal neutral zu sagen, die haben einige Herausforderungen. Ja. So, kurz vor der Rente sind sie jetzt. Und ich spreche mit ihnen und sage, hey, habt ihr euer Lauf vollendet? Nein. Lebt ihr glücklich? Nein. Läuft es gut zwischen euch? Nein. Mit den Kindern? Nein. Gemeinde? Nein. So ziemlich alles? Nein, nein, nein. Und Gott zeigt mir, Daniel, führ sie mal zurück an den Moment, wo ich sie zusammengeführt habe. Was haben sie mitgetragen, bevor sie geheiratet haben? Und ich sage ihnen, bitte macht mal eine Liste. Schreib mal bitte auf. Was hast du mitgebracht in deine Ehe, bevor du deinen Ehepartner kennengelernt hast? Denn Gott hat euch zusammengeführt, wie mit einem Puzzle. Du hast bestimmte Sachen, sie hat bestimmte Sachen und ihr beide wurdet von Gott zusammengeführt. Mit einer Idee, was ihr schon vor der Ehe hattet. Zweitens, mit etwas, was zusammenkommt in der Ehe. Und dann solltet ihr euer Lauf vollenden, indem ihr den Wunsch Gottes von Gott hört. Bitte nehmt euch diese Zeit, wo das Handy ausmacht und die Arbeit mal wegtut und fangt mal wieder an, sogenannte Dream Days zu machen. Also sei mal wieder verliebt in die Zeit, wo du in der Kindheit warst und gesagt hast, wenn ich groß werde, dann will ich werden. Da kommt irgendwas Komisches, ja? Astronaut oder irgendwas. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Erinnere dich zurück an das, was Gott in dich hineingelegt hat, wo du ein Teenie warst, verliebt warst. Bevor die ganzen Aufgaben kamen und die ganzen Dienste kamen und die ganzen Kinder kamen und die ganzen To-Dos kamen und alle Herausforderungen kamen, die dich wie zumachen. Geh mal wieder zurück an den Moment. Gott, was hast du eigentlich hineingelegt in mein Herz? Und ich habe es denen gesagt, so ganz, ganz, ganz frontal, bitte macht das, sonst werdet ihr euer Leben schön reich, aber schön unerfüllt beenden und dann kommt am Ende der Satz wieder, hätte ich doch. Ich gebe dir einen Rat, bitte denk wieder zurück an den Moment, wo Gott etwas hineingepflanzt hat in dein Leben. Schreib das auf, fixiere das Wort Gottes, deine Berufung, Berufungsliste, also Bucketlist, Berufungsliste, ja. Fixiere es und erfülle das, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist so wichtig. Kennt ihr das? Die Kinder haben solche Poesiealben. Kennt ihr das, ja? Wo man da wo man reinschreiben muss. Mein Freund, so und so, was? Freundebuch, ja? Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Und was ist da, wie groß bist du? Und was ist deine Lieblingsfarbe? Und dein Lieblingshund, weißt du, also so. Und das habe ich auch damals bekommen als Kind. Und dann muss ich ihm reinschreiben, was ich da so gerne mache und so. Und das ist ja so unwesentlich. Aber es gibt eine wesentliche Frage. Was willst du mal werden? Steht da drin. Und ich habe das ausgefüllt und vergessen und abgegeben, ja. Kommt die Mutter, die ist auch eine Rentnerin, von diesem Kind zu mir, jetzt vor kurzem, sagt, Daniel, weißt du, was du da reingeschrieben hast? Sag ich, nee, welche Spaghetti-Sorte oder was, keine Ahnung. Nein, da beim Wunsch, was du mal werden willst. Sag ich, ja was? Ein internationaler Erweckungsprediger, der Feuer freisetzt in verschiedenen Ländern. Wahrscheinlich hatte ich so einen Moment gehabt, wo ich da so richtig, das mache ich heute. Genau das, was Gott hineingelegt hat. Ich sage, wirklich? Ja, hat mir das gezeigt. Habe ich mit meiner Schrift tatsächlich geschrieben. Was ich damit zeigen will, es gibt Momente, wo Gott etwas hineinlegt in dein Herz, das nur in Erfüllung geht, wenn du es dir nicht rauben lässt vom Teufel, sondern festhältst. Dafür ist die Liste gut. Ich möchte ein paar Fragen stellen und mit diesen Fragen kannst du in deine Auszeit gehen oder in deine Dream Days gehen. Welche Vision trägst du in deinem Herzen? Was bringt dich deiner Berufung näher? Was hat Gott in dein Herz hineingelegt? Und was sollte ich noch in Ordnung bringen, zum Beispiel ein Versöhnungsgespräch, bevor mein Leben zu Ende ist? Welche Lebensträume hast du? Zum Beispiel einmal nach Amerika gehen.
Was wolltest du schon immer mal tun, aber hast noch nie den Mut dafür gehabt? Deine Liste ist ganz, ganz individuell. Jetzt will ich euch zwei Sätze zeigen, zwei Zitate, die sehr wichtig sind. Bitte schaut es mal an. Ein Ziel ohne Termin ist nur ein Traum. Oder? Ein Ziel ist ein Traum mit Termin. Es gibt deine Bucketlist, also deine Wunschliste, deine Traumliste, deine Berufungsliste. Und wenn kein Termin dran steht, dann ist es eine Liste, die mit dir in den Grab geht. Und ich weiß nicht, wie viele Leute schon gestorben sind mit ihrer Berufung im Sarg, die nie erfüllt wurde. Ich weiß nicht, wie viele Gaben nie entwickelt wurden. Es gibt einen Friedhof, nicht nur, wo tote Leute rumliegen, es gibt einen Friedhof der begrabenen Gaben der Kinder Gottes, die niemals hochkamen, weil sie niemals fixiert wurden da drin. Und ich lade dich ein, wenn du einen Traum hast, also Bucketlist links, mach rechts daneben, da ist ein Termin drauf. Schreib einen Termin rein, veröffentliche es vor den Leuten und fixiere es selber in deinem eigenen Leben. Dein Terminkalender ist das beste Mittel, um deine Träume in Realität zu bringen. Amen. Setze es selber fest und frage Leute, dass sie dich erinnern. Ein Monat vorher, 3 Wochen vorher, 2 Wochen vorher. Gute Freunde, die dir helfen dabei, die das nicht nur geistlich durchbeten, das ist auch wichtig, sondern die das terminlich fixieren und sagen, hey, es kommt der 30.12.2023. Da wolltest du Folgendes tun. Und bitte, nein, Versöhnungsgespräch, nein, nein. Und du tust es nicht auf die lange Bank setzen, sondern bewusst festlegen und sagen, okay, ich habe einen Traum und ich setze einen Termin dazu und auf eure Bucketlist ist rechts dann daneben dein Zieldatum oder dein Zielzeitpunkt. Höre auf mit diesen Worten, dass du am Ende sagen würdest, hätte ich doch meinen Eltern einmal gesagt, dass sie gute Eltern waren. Hätte ich doch diesen Dienst übernommen, hätte ich doch. Ich möchte dich zurückerinnern an das, was Jesus sagt. Es kommt der Tag, wo keiner mehr wirken kann. Lasst uns die Werke dessen tun, der uns gesandt hat, solange es Tag ist. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir haben noch Tag. Es ist noch Zeit. Es ist noch die Möglichkeit, das zu erfüllen, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber es kommt der Tag, wo keiner mehr wirken kann. Es wird so sein und die, wo nicht zielorientiert das Ding festlegen, die werden dann geschockt sein am Ende. Oh nein, hätte ich doch. Bitte, bitte wirke, solange es noch geht. Mach nicht deine eigene Verwirklichung deiner Träume, sondern sag Gott, ich lege meine Wünsche vor deinen Thron. Lass deine Träume in meinem Leben verwirklichen. Ich möchte deinen Wunsch in Erfüllung. Ich möchte meine Berufung, die du mir gegeben hast, möchte ich erfüllen. Es gibt viele Menschen, ja auch Christen, die von vielen Dingen sprechen und von vielen Sachen träumen und sich wünschen. Aber nur sehr wenige, die auch ihre Ziele in die Tat umsetzen. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben zum Schluss, wie du deine Bucketlist umsetzen kannst, praktisch. Punkt Nummer 1, schreibe zunächst einmal alles auf. Ja, alles, was dir reinkommt in den Kopf, was du schon immer mal machen wolltest, egal wie komisch dir das anfühlt und anhört, schreib einfach mal grundsätzlich alles auf. So, Punkt Nummer 2, lass dich vom Heiligen Geist leiten und inspirieren und frage Gott, was er auf deiner Liste haben möchte und was er will, dass du ergänzt. Punkt Nummer 3, suche dir für jeden deiner wichtigen Lebensbereiche ein Ziel aus. Also für die Familie, für die Gemeinde, für deine Persönlichkeit, Charakter, Fähigkeiten, Arbeit, Freundschaft und so weiter. Wichtig, entscheide unter der Führung des Heiligen Geistes und sei dir bewusst, du triffst die Entscheidung. Ja. Punkt Nummer 4, ergänze deine Liste auf 10 Punkte. Es könnten auch mehr sein wie 10 Punkte, aber wenn es mehr ist, dann schreib es bitte auf eine zweite Liste. Ansonsten hast du so eine fette große Liste mit 50 Punkten und dann enttäuscht ab in den Mülleimer. Nein, nein, mach 10 Punkte draus. Deswegen ist eure Liste mit 10 Punkten voll. Punkt Nummer 5, lege eine Reihenfolge fest, was am wichtigsten ist. Und das Wichtigste muss nach oben, nämlich Punkt Nummer 1, damit du das Wichtigste immer vor Augen hast. Punkt Nummer 6, fixiere jeden Punkt mit einem Zeitraum oder mit einem Datum. Zum Beispiel, den Ehepartner sagen, ich liebe dich, Zeitraum täglich. Ja,
Wie machst du das? Klebe an den Spiegel zum Beispiel, ja? Oder Erinnerung im Handy oder was auch immer. Punkt Nummer zwei, was sein könnte, Missionsreise machen. Zum Beispiel schreibst du rein, im Jahr 2028 will ich das machen. Oder 26 oder 25, irgendwas. Dann Versöhnungsgespräch mit meinen Eltern will ich machen bis zum 20.12.2023. Sag es jemand, der dich immer wieder erinnert. Ja, das konkrete Datum reinmachst für das, was reinkommt. Ja. Und dann gibt es einen Tipp, versuche jedes Jahr einen Punkt abzuarbeiten. Dann hast du es in 10 Jahren geschafft. Wenn du 2 Sachen abarbeitest, bist du doppelt so schnell. Ja, hast du auf 5 Jahren schon alles hingekriegt. Richtig cool. Mach dir aber keinen Druck, du musst nicht alles machen, sondern plane kleine Schritte. Nummer 7, plane kleine Schritte, die dir konkrete Umsetzung helfen. Am besten fixierst du auch zeitliche Zwischenziele. Das heißt, das zweite Blatt, wo ihr habt, dass ihr so Zwischenziele machen könnt, also zu folgendem Ziel, dann schreibst einfach irgendwelche Sachen hin. Erst muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Zum Beispiel Missionsreise. Mit dem und dem und dem reden, dann sparen, dann entscheiden für irgendein Land. Und dass du konkrete Schritte machst, wo du Zwischenschritte auch machst. Genau, dass du sagst, jetzt spare ich jeden Monat 50 Euro dafür für eine Missionsreise, dann entscheide mich für irgendeine Reise, dann lese den Zeitraum fest, dann gucke ich mir die Reisepläne eben an, rede mit irgendeinem Pastor, rede mit Missionaren und am Ende, letzter Schritt, buche ich dann die Reise. Genau. Oder du sagst, ich möchte gerne die ganze Bibel durchlesen, Punkt Nummer 10, was hier gibt. Dann sagst du, okay, jeden Tag nehme ich so und so viel Zeit, jede Woche, jeden Monat möchte ich so weit kommen bis zu diesem Buch und so weiter, sodass du am Ende auch dann kleine Schritte hast, um zu den großen Zielen zu kommen. Punkt Nummer 8, bringe alle Punkte immer wieder vor Gott und bete auch für die großen Dinge. Ganz wichtig, das sind die praktischen Tipps, die ich dir geben kann für die Umsetzung, wie du da reinkommst. Zum Schluss möchte ich euch noch meine eigene Bucketlist sagen. Wollt ihr sie hören? Während ich sage, geht es wieder darum, nicht, dass ihr irgendwas hört, sondern währenddem wird bei euch was gemacht im Herzen, dann nehmt es einfach an. Gott hat zu mir gesagt, dann gehe in die Missionsländer und predige das Wort Gottes. Das mache ich. Ich tue also, bevor ich irgendwelche Predigteinladungen, Termine festlege, was auch immer, nachdem ich meine Auszeit geplant habe, dann auch die Missionsreisen. Abstimme immer mit den Pastoren, wer geht in welches Missionsland, sodass unsere Missionare auch betreut werden und gut betreut werden. Dann habe ich meine Bucketlist, meine Familienreise, ich habe es euch erzählt, nach Kanada werden wir fliegen und das machen wir auch, ja, das wird auch klappen, das wird gut, wo ich einfach Zeit mir nehme. Dann habe ich mein eigenes Buch geschrieben, was ich nie machen wollte, ja, habe ich jetzt gemacht, genau, Finanzseminar Ende letzten Jahres habt ihr ja miterlebt hier. Ich fliege jetzt nach Paraguay in 2 Wochen und da werde ich zu ganz hohen Wirtschaftsleuten und Geschäftsleuten da sprechen, Leute, die Einfluss haben in der Wirtschaft, weil sie dieses Finanzseminar hier gehört haben und gesagt, das müssen wir auch hören, frei von Mammon und so. Also Gott erweitert da einfach mein Gebiet und da bin ich echt dankbar dafür. Genau, dann habe ich die Selbstständigkeit begonnen vor 3 Jahren. Ich wollte nie selbstständig werden, genau das wollte aber Gott, habe ich jetzt gemacht. Dadurch habe ich noch viel mehr Freiheiten und es läuft gut, ich bin echt dankbar dafür. Ich mache jährlich meine Auszeit mit Gott, die immer umkämpft sind ohne Ende, aber wenn man sie macht, dann wird es richtig gut. Dann Bibel durchlesen, habe ich euch gesagt, 12 bis 14 Stunden habe ich gehört. Und ich habe einen Plan für nächstes Jahr, dass ich ein Unternehmen gründe, Fundraising-Unternehmen, wo Gelder freigesetzt werden für die Mission. Jesus sagt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium. Und wir kennen Leute, die sind bereit, in die Mission zu gehen, aber es hängt meistens immer am Geld und sagen, hey, ich weiß nicht, wie weiter. Und Gott hat mir gesagt, mach das, setze das frei, setze Gelder frei, damit Leute in die Mission gehen können. Nach 1. Korinther 10, wo drin steht, hey, wie können Leute sich bekehren, wenn sie nie hören? Wie können sie hören, wenn kein Prediger da ist? Wie ein Prediger, wenn er nie spricht? Wie kann ein Prediger rausgehen, wenn er nie ausgesendet wurde? Und das wie die Vision dieses Hauses ist, dass wir in die ganze Welt Missionare schicken. Ja? Die ganze Welt und das ab in die Welt. Und wir wollen das Reich Gottes bauen, auf einer noch höheren Ebene Reich Gottes bauen. Und da hat Gott gesagt, mach das. Und für diesen Schritt habe ich mir selber in meinen eigenen Terminkalender einfach 3 Monate geblockt, wo ich nicht weggehe. Ja, wo ich einfach sage, nein, da bin ich nicht verfügbar, da mache ich das, was Gott mir sagt und setze es auch um in meinem Leben. Und da möchte ich ermutigen da drin, dass du konkrete Schritte festlegst und auch einen Zeitraum machst. Was kann dir helfen? Dein eigener Terminkalender. Ja, setz es, blockier das einfach, mach das und dann kommst du auch da viel, viel weiter. Ich möchte euch noch eine Geschichte zum Schluss erklären. Wisst ihr, Gott hat auch eine Bucketlist für dich. Weißt du das?
Er hat deinen Namen draufgeschrieben und dann hat er 10 Punkte. Was er will, dass du erfüllst. Das nennt man auch deine Berufung. Wenn deine Liste und seine Liste zusammenkommen, wird das richtig gut. Wenn deine Liste aber nur selbstsüchtiges Zeug ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr schwer, dass es klappt. Deswegen mach es unter der Führung des Heiligen Geistes. Sag, Jesus, ich möchte, dass dein Plan in meinem Leben geschieht. Und ich möchte mal erzählen, ein Beispiel, wo ich Gottes Wille weggedrückt habe, wo ich es gar nicht haben wollte. Und trotzdem ist in Erfüllung gegangen. Richtig gut. Ich bin vor über 20 Jahren nach Israel geflogen zum ersten Mal. Mein Papa hat mich geschickt, sagt, Daniel, hier ist ein Platz frei, er hat keine Zeit, dann bin ich halt zum ersten Mal dahin geflogen. Ja? Keine Ahnung gehabt von irgendwas, flieg dahin. Und während ich dahin hinfliege, erklärt mir Gott einen Teil meiner Berufung. Ich fliege hin und spüre die Gegenwart Gottes dort. Und Gott sagt zu mir, Daniel, du wirst Reisegruppen nach Israel bringen. Teil deiner Berufung. Ich habe sofort abgewimmelt und gleich gesagt, das geht nicht, denn ich bin zu beschäftigt, geht gar nicht, will ich gar nicht. Und außerdem, ich wusste, dass mein Dienst international wird, ich habe auch keine Zeit dafür. Gleich abgewimmelt, was Gott gesagt hat. Also Gott sagt was und ich wimmel es ab. Das Gute ist, Gott ist nicht beleidigt. Der kennt uns ja. Ja? So, und dann war ich jetzt dort und war einer von den Rednern dort. 350 Leute waren da und wir haben 5 Reisebusse voll gemacht und jeweils 50 Leute, 250 Leute fahren zum Ölberg da. Dann am gleichen Tag tut der Reiseleiter ausfallen. Dann fragen sie mich, kannst du bitte die Reiseleitung machen für diese 250 Leute? Ja? Teilweise alle zum ersten Mal da, wissen also gar nichts. Ich weiß ungefähr gar nichts. Ja? Also der, wo ungefähr gar nichts weiß, erklärt es denen, die gar nichts wissen. Ja? Genau, also so ungefähr. So war das, ja, so habe ich mich gefühlt. Da war ich im Bus dort, kein Internet, musste dann, habe die Bibel aufgeschlagen, versucht irgendwas zu verstehen. Und da steht drin, Römer 11, Vers 25, dass die Vollzahl der Nationen kommt hinein, damit ganz Israel gerettet wird. So steht es drin, ja. So, dann kommt ein historischer Moment, das war letzte Woche. Ich stehe da, 250 Leute vor mir, also in so einer Empore, hinter mir, Jerusalem, auf dem Ölberg sind. Man kennt ihr wahrscheinlich dieses Bild, ne? Dahinter, also diese Moschee da. So, und Jesus erinnert mich an seine Verheißung, die er mir vor 20 Jahren gegeben hat. Du wirst Reisegruppen nach Israel bringen. Die sind vor mir, alle. Brrr, ja? 250 Leute. Und wir machen eine Proklamation nach Römer 11, 25. Wir haben gerufen, dass die Vollzahl der Nationen hineinkommt ins Reich Gottes. Oh, das war so mächtig, damit ganz Israel gerettet wird. Und hinter mir Israel. Und wir proklamieren das in einem Glauben. Hey, das hat so Spaß gemacht. Sprechen die Dinge aus und haben das freigesetzt in der geistlichen Welt. Und das war so ein Durchbruch. Und Gott hat mich überführt. Daniel, auch wenn du nicht daran glaubst und nicht dafür gebetet hast und nichts, ich erfülle mein Wort auch durch dein Leben. Halleluja. 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 Wir wollen beenden mit Epheser Kapitel 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Alle zusammen. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Bitte, liebe Zuhörer, lieber Zuschauer, lieber Besucher, liebes Mitglied, kaufe die Zeit bitte aus, auf der wir auf dieser Erde noch sein dürfen. Galater 6, 10 sagt, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wir wollen aufstehen zusammen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir deine Berufung erfüllen werden in Jesu Namen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt erinnerst, die Menschen erinnerst, jeden Einzelnen, genau an die Berufung, die du in sie hineingelegt hast, die Wünsche, die Träume, die Verheißung, die du hineingelegt hast. Ich danke dir, Jesus, dass jetzt übernatürliche Visionen wieder hineinkommen. Und dass wir es fixieren zusammen und dass wir das festlegen, Jesus. Und dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, wie Paulus, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe meinen Lauf vollendet. Danke Gott, dass deine Liste, deine Berufungsliste in unserem Leben in Erfüllung kommt. Und dass wir am Ende sagen dürfen, wow, wir haben alles erfüllt, was du Gott für uns vorbereitet hast. Und die ganze Gemeinde sage,